Willkommen zurück in Enderal und willkommen zurück in der Klarwasserhöhle. So hieß die, glaube ich, zumindest. Und da vorne sehe ich doch schon ein Stolperdraht. Den wollen wir mal ganz kurz auslösen. So. Einfach damit die Falle aus dem Weg ist, sage ich mal. Und hier haben wir Öl. Aber ich sehe keinen Auslöser, dass es irgendwie entzünden würde. Hier ist irgendwas. Das ist aber nur ein Gras. Okay. Ich höre auch wieder ein Skelett. Vermutlich hinter genau dieser Tür. Ja, ziemlich genau hinter dieser Tür, würde ich mal sagen. Oh, und da haben wir noch ein Skelett. Als wäre eins nicht schon genug. Hallo? Hallo? Wo gehst du hin? Hier bin ich. Ah ja, hier. Okay, hallo, guten Tag. So. Das war's auch schon wieder. Da wollte gerade die Kampfmusik starten, aber da ist der Kampf auch schon wieder vorbei. Haben sie gerade das Orchester vorbereitet für die epische Kampfmusik. Dirigent wollte gerade so loslegen und dann, ja, habe ich sie leider schon besiegt. Konnten sie wieder einpacken. Pech gehabt. Sind auch nur befristete Arbeitsplätze, von dem her müssen sie sich halt dann was Neues suchen. So, hier haben wir Ratten. Das war ja mal geil. Die Ratte springt gegen diesen Felsen und verreckt einfach. Das war mal richtig witzig. So habe ich das natürlich gerne. Dumme Gegner, die sich selbst umbringen. Aua, ich sehe halt... Also hier unten sehe ich gerade wirklich gar nichts. Und das haben die einfach ausgenutzt und hier eine Bärenfalle platziert. Wir haben auch leider keine Regeneration mehr. Das heißt, bald sollten wir dann eigentlich... Sind wir jetzt... Oh, da vorne haben wir zwei Skelette. Ich mache eigentlich immer erstmal den Nahkampf-Tipp, damit der nicht zu uns hinrennen kann. Und dann gehe ich auf den Fernkampf. Aber in diesem Fall ist das keine gute Idee, weil wir einfach schon tot sind. Und da kommt noch einer. Ja. Schöne Scheiße. Oh, das war, glaube ich, kein guter Trank. Der war unnötig. Und ich verschieße gerade auch komplett unnötig die Pfeile. So, wo kam der jetzt eigentlich her? Der hat sich wirklich hinten angeschlichen. Die Gegner werden auch immer intelligenter. Haben wir wahrscheinlich auch mittlerweile so eine selbstlernende KI oder so implementiert. So, Verbrauchsgegenstände. Wir nehmen nochmal einen Eintopf zu uns. Damit wir hier wieder schön hochheilen können. Dann können wir uns gleich um diesen komischen Fernkampftyp kümmern. Weil jetzt will ich eigentlich auch wissen, wo es hier lang geht. Aha, hier geht es nach oben. Das ist ja, wird ja immer merkwürdiger hier. Aber ich finde es schön. Also das ist nicht so linear. Das meine ich halt, weißt du? Diese komischen Dungeons in Skyrim, die waren halt doch irgendwie sehr linear und einfach nicht so spannend aufgebaut. Und hier hingegen, ja, jetzt haben wir hier einen Hebel, was auch immer dieser Hebel macht. Jetzt sind wir auf einer zweiten Etage mit Lavendel und einer Truhe mit 19 Groschen und Quecksilbererz. Ja, es ist einfach viel spannender aufgebaut, finde ich. Also von dem her, ich liebe die Dungeons in Enderal. Die sind echt schön. Ich erkunde die wirklich gerne. Ah. Immer schade, dass sie... Ich finde, die könnten zum Teil noch etwas länger sein. Wirklich lange Dungeons gibt es eigentlich nicht so viele. So, hier ist auch irgendwie Ende. Da kommt sonst nichts mehr. Was der Hebel macht, weiß ich auch noch nicht. Aber ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Vermutlich die Falle hier. Vermutlich die Falle. So, und dann gehen wir mal weiter. Ich zücke den Bogen wieder. Und dann schauen wir mal, wo unser freundlicher Kollege mit dem Bogen war. Oder ist. Da oben. Guten Tag. Ich würde Ihnen gerne mal einen Besuch abstatten. So, perfekt. Den haben wir auch aus dem Weg geräumt. Da fallen uns schon die Knochen entgegen. Sehr freundlich. So. Sammeln wir mal alles ein. Und dann schauen wir mal hier oben weiter. Das, also, ist mal ohne Witz. Das ist wirklich spannend aufgebaut hier. Hier sehe ich wieder gar nichts.
Wollen wir ganz kurz Licht. Okay, da geht es tatsächlich weiter. Heilige, wo geht's hier überall lang? Da vorne ist, glaube ich, nichts, ne? Da ist einfach... Doch, da geht's auch noch weiter. Hilfe! Ah, hier sind zwei Bärenfallen. Die können wir schon mal... Aua. Die habe ich übersehen. Die habe ich gesehen. Die davor habe ich aber übersehen. Toll. Geschickt platziert. Das muss ich denen lassen. Und diese Lampe oder was das ist, sieht sehr interessant aus. Habe ich so auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Sehr, sehr spannend. Ja, wir sind hier wirklich, ja, Klarwasserhöhle. Hier scheint irgendwie einfach Wasser durch zu rauschen. Ein richtiger Wasserfall. Sehr, sehr schön. Hier haben wir ein Gift. Sonst ist hier aber wenig. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal für eine Seite entscheiden. Ich gehe mal hier lang. So, nochmal kurz speichern. Hier sind einfach nur Pilze. Da geht es glücklicherweise nicht weiter. Da vorne ist doch irgendwas. Ah, ja, eine Ratte. Aua, die haben wir richtig gut erwischt. So, ich mache wieder Licht an. Einfach damit wir überhaupt irgendwas sehen. Ohne es doch etwas zu dunkel. Ach, hier geht es wieder raus, oder was? Wir haben auf jeden Fall noch nicht unseren Aura-Dieb oder was es sein soll gefunden. Müssen wir also gleich mal noch schauen. Huch, die Spitzhacke ist auch irgendwie despawned. Oder weggeglitscht. Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist, aber wir brauchen sie ja zum Glück auch nicht. Nur wenn da Spitzhacken sind, dann deutet es häufig auch auf irgendwie Erz hin, aber in dem Fall tatsächlich nicht. So wie es aussieht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Wir wissen, hier ist ein Ausgang, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Den werden wir dann gleich auch nehmen. Zuerst möchte ich aber natürlich da hinten nach lang schauen. Beziehungsweise wir müssen noch unseren Aura-Dieb da suchen. Bin ich auch mal gespannt, wo der sich aufhalten soll hier. Aha, hier ist aber auch Ende. Also hier haben wir eine Spitzhacke. Wir haben ein Set des Vielgereisten. Sehr schön. Aber hier ist tatsächlich, man sieht, hier hat man lang gegraben. Vermutlich auf der Suche nach Erzen. Ja, und dann ist er einfach fertig. Wir müssen aber tatsächlich was vergessen haben. Hier in diesem Dungeon müssen wir einen wichtigen Weg übersehen haben. Sieht auch spannend aus hier. Ja, hier geht es irgendwie lang. Und da, okay, da waren wir noch nicht, ja. Das heißt, wir müssen erstmal wieder runter. Hier drüben geht es auch noch weiter. Stimmt, da war noch was. Okay, ich vermute mal, hier geht's weiter. Dass wir diesen Teil hier übersehen haben. Ja, hier geht es auch nur in Wasser rein. Ich glaube, das ist eigentlich nur, wenn man runterfällt, ne? Dass man halt irgendwie wieder hochkommt. In der Truhe haben wir da irgendwas Spannendes. Ja, 8 Einzelteile. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Traglast. Und Pilze nehmen wir auch mit. Und hier ist scheinbar auch irgendwann vor langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, ein Mammut verreckt oder sowas. Keine Ahnung. Aber spannend auf jeden Fall. Es sieht geil aus, ne? Also muss man ja mal sagen. Hammer. Ein bisschen unlogisch, dass hier so wenig Wasser ankommt. Naja. Aber irgendwie, hier geht's doch nicht weiter, ne? Hier ist doch irgendwie Ende, Gelände. Also doch wieder nach oben und weiterschauen. Spannend, diese Höhle. Oh, da ist unser Licht auch wieder. Wir brauchen echt ein besseres Magielicht. Das wird echt ziemlich ätzend auf Dauer. So. Okay, jetzt sind wir hier. Ah, ja, ja, okay. Da haben wir eigentlich alles erkundet soweit. So wie es aussieht. Allerdings müssen wir jetzt da links und dann da geradeaus. Ah ja, da habe ich glaube ich sogar schon eine Schlammmorchel gesammelt, aber bin hier nicht mehr weitergegangen. Okay, hier geht's wohl lang. Krass, da fehlte doch tatsächlich noch ein großer Teil des Dungeons. Ich dachte, wir hätten da eigentlich schon so gut wie alles. Aber scheinbar lohnt es sich nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen. Auch interessant, dass die immer zu zweit kommen. Meistens ja ein Nahkämpfer, ein Bogenschütze. In dem Fall sind es sogar zwei Nahkämpfer. Und kein Bogenschütze, so wie es aussieht. Oder ich habe ihn einfach noch nicht gesehen. Ja, ich kämpfe deutlich lieber auf Distanz als so. So ist immer ätzend.
So, da haben wir ihn aber auch. Den Kollegen. Und der hat nichts wirklich Spannendes dabei. Der Kollege hier vorne, der hat auch nichts dabei. Toll. Von der Ausbeute her hat sich das jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber ich glaube, wir kommen unserem Ziel schon relativ nahe. Ich weiß nicht, ob wir hier was... Ob wir hier nochmal einen Heiltrank nehmen sollten. Da geht es auch nochmal irgendwie weiter. Aber hier ist, glaube ich, Ende. Wir haben ein Zauberbuch Schlachtaxt beschwören. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Wir haben einen Eisenharnischer Lebenskraft. Schön versteckt im Wasser. Zum Glück haben wir das Licht. Ohne das hätte ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir uns mal erst am Loot ein bisschen bedienen. So, wir haben hier gegrillten Lauch, wir haben eine Karotte, wir haben einen Mana-Trank, wir haben einen Genesungstrank, wir haben einen Satt des Rattenfängers, wir haben eine Kartoffel, eine ziemlich große sogar, und ein Krustenbrot. Die Spitzhacke brauchen wir nicht, weil wir gleich wieder schauen können, ob wir hier vielleicht irgendwo noch... Huch. Ich komme nicht mehr weg. Hallo. Doch, jetzt gut. Magielicht nochmal, damit wir hier was sehen. Und den Langbogen wieder gezückt. Und hier haben wir das Elixier. Oh, Hilfe! Ein Aura-Dieb! Sehr, sehr gemein. Aua, du tust mir weh. Wobei, eigentlich tut er mir gar nicht wirklich weh. Oh doch, jetzt tut er mir weh. Alter, jetzt tut er mir richtig weh. Da habe ich mich anfangs noch gefreut. Ah ja. Schön easy, da macht er fast keinen Schaden. Hallo? Jawohl. Oh, gut. Ein Trank, mehr haben wir nicht gebraucht. Ektoplasma, 2 Stück. Ein gefüllter Seelenstein, 2 Pfeile. Und ein Eisenschwert der Flammen. Nehmen wir alles mit. Dann sollten wir jetzt mal wieder was essen. Brauchen jetzt eigentlich nichts wirklich Großes, aber ach komm. Wir nehmen einfach nochmal einen Eintopf. Dann heilen wir uns wieder schön hoch. Dann nehmen wir jetzt das Elixier. Und wir können jetzt entweder das Elixier trinken und die Flasche zerschmettern oder in den Rucksack stecken. Man kann es tatsächlich selber trinken, es bringt auch irgendwas. Ich möchte aber eher die Quest abgeben, weil es auch eine Errungenschaft bringt. Von dem her nehmen wir das erstmal mit. Hier ist noch ein Schädel, sonst ist hier tatsächlich Ende. Ende Gelände. Ja, ich schaue noch gerade, ob wir hier tatsächlich irgendwo eine Erzader noch haben, weil da eine Spitzhacke war. Aber sieht irgendwie nicht so danach aus. Gegner sollten wir eigentlich auch nicht mehr haben. Das heißt, jetzt können wir hier dauerhaft den Zauber einfach behalten. Und wir haben ja noch ein paar Zauberbücher bekommen. Schauen wir mal. Schlachtaxt, okay, kennen wir schon. Da haben wir noch was Neues. Okay, den ganzen Rest kennen wir tatsächlich schon. Na gut. Dann gehen wir wieder hier runter, weil ich würde jetzt gerne diesen anderen Ausgang nutzen. Den wir da hatten. Das heißt, wir gehen hier hoch. Hier entlang. Und da ist die Ausdauer auch schon leer. Und hier entlang. Und da vorne haben wir den Ausgang. Speichern nochmal ganz kurz. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Na gut, 2 Wölfe haben wir ja schon mal. Dass wir nicht ganz alleine sind, habe ich mir schon fast gedacht. So, ich hoffe, wir sind jetzt hier nicht schon zu weit. Weg von Fußheim. Ich will jetzt nämlich nicht noch mega viel auf dem Weg erkunden, eigentlich. Okay, erster Wolf ist weg. Aber der hat uns auch schon fast weggesnackt. Jetzt hat er uns weggesnackt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob wir volles Leben hatten, als wir raus sind. Deswegen, ich warte noch mal. Ich lade noch mal ganz kurz und schaue nach. Und ansonsten müssen wir halt einen Trank nehmen. Ich bin nur immer etwas... Ja, wir hatten voll... Ja, dann machen wir halt noch mal ein Licht. Kein Problem. Wow.
Aua, aua, aua. Bitte lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan, außer dich mit Pfeilen zersiebt. Aber ansonsten habe ich nichts getan. So, diesmal klappt es schon besser, weil die irgendwie einzeln kommen. Der andere Wolf hat sich irgendwie komplett festgebackt. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Da vorne irgendwo. Da kommt er ja. Guten Tag. Nee, ich habe... Manchmal verschieße ich die Pfeile relativ un... Oh, jetzt haben wir Wundbrand und noch eine andere Krankheit. Langsam wird es etwas krass. Aua. Toll, jetzt hat uns der eine Wolf getötet. Also jetzt wird es langsam... Jetzt wird es ja langsam lustig. Sind wir vielleicht in stärkerem Gebiet? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nur, dass wir uns hier dämlich anstellen die ganze Zeit. Aua. Dass ich aber auch immer hier verfehle, ist echt ätzend. Und jetzt müssen wir ganz schnell einen Trank trinken. Genesungstrank. Okay, hat nicht mehr gereicht. Also jetzt sind wir schon dreimal gestorben hier an der Stelle. Jetzt wird es mir echt langsam zu bunt. So, aber allen guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Von dem her dritter und hoffentlich auch letzter Versuch. Wir machen aber auch keinen Schleichschaden. Auch das finde ich ein bisschen ätzend. Hilfe, die baggen mich auch komplett fest. Die hungrige Meute hier. Okay. Wir müssen definitiv Tränke nehmen. Sonst kommen wir ja überhaupt nicht voran. Okay, erster ist unten oder weg. So. Jetzt klappt es doch. Jawohl. Endlich. Das war jetzt wirklich, das war ja schon eine sehr traurige Veranstaltung eigentlich. Wo ist denn der andere Wolf hin jetzt? Den sehe ich gerade gar nicht mehr. Den müssen wir so krass weggepfeffert haben. Ah, hier ist er. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, da vorne ist irgendwie noch ein Rucksack gewesen. Genau. Mit einem Eisenerz. Ich höre eine Windwurz. Ich höre eine Windwurz. Ich sehe sie nur noch nicht. Ich glaube, die ist da irgendwo oben drauf. Jawohl. Da ist sie doch. Gesammelt. Und dann schauen wir mal, wo sind wir überhaupt gerade? Wir sind auf der anderen Seite. Tatsächlich. Ah, nee, sind wir nicht. Okay, ich dachte, wir wären hier drüber. Über diesen Bergen. Aber wir sind über diesen Bergen drüber. Okay, das heißt, wir gehen eigentlich den Weg wieder zurück. Ja, einfach hier lang zurück. Ja, perfekt. Krass, dann geht die Höhle einmal so unten drunter durch, unter dem Weg quasi. Sehr, sehr spannend. Dieses Gehöft würde ich erstmal noch aufsparen, auf später. Da vorne haben wir auch schon irgendwelche Gegner. Mit denen möchte ich mich eigentlich noch gar nicht anlegen. So. Okay, und dann gehen wir erstmal zurück nach Flussheim, denn wir müssen unsere Quests da erstmal abgeben. So, Mana-Pilze können wir noch sammeln. Und hier irgendwelche Falter. So, hier geht's, glaube ich, entlang. Na, eigentlich wäre es auch gut, wenn wir nochmal schlafen würden. Was haben wir hier? Okay, einfach nur so ein Strauch. Wo sind wir eigentlich? Ich habe so das Gefühl, wir sind ein bisschen... Ah ne, wir müssen einfach weiter geradeaus gehen. Nur irgendwie haben wir Kampfmusik. Irgendwas haben wir da hinten aufgegabelt. Wahrscheinlich ein Küstenpirscher oder sowas. Ah, nun ja, nun ja. Ich schätze mal, den kriegen wir noch los. Wir sind ja gleich wieder im Ort. Da können sich auch die Wachen drum kümmern. Dann sollen die Arbeit erledigen. Und nicht wir. So, nun ja. Wir sind da. In Flussheim. Können entsprechend hier unsere Waffen mal wegstecken. Und wir müssen wahrscheinlich so oder so hier ein bisschen... Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist.
Okay, Anschlagbrett können wir hier machen. Das ist eigentlich easy. Damit haben wir den Auftrag beendet, kriegen wir ein bisschen Kopfgeld und Erfahrungspunkte und wir können den nächsten Auftrag suchen. Schimmernde Mine. Okay, da waren wir ja auch schon tatsächlich. Da müssen wir also nochmal hin. Anführer der Trollhorde, also einfach nur so ein bisschen Trolle. Auch eine Ein-Stern-Quest, das heißt, das können wir definitiv auch schon machen. So, ansonsten soll man noch der Kollegin da die Quest abgeben. Frag mich, ob wir das... Ach, hier ist sie. Okay. Schreitet wohl. So, ihr hattet recht. Euer Trank war wirklich in der Klarwasserhöhle und er ist unversehrt. Hier, seht selbst. Machen wir gleich, weil ich möchte doch davor noch einen Speicherstand machen. So. Zeigt. Oh, Wonne. Das ist er wirklich. Bei den Wogen des Kosmos. Wie kann ich euch nur jemals danken? Ach ja, richtig, der Meisterschädel. Einen Moment, ich suche eine passende Ledertasche für euch. Okay, gut. Ich sagte, ich will euren Meisterschädel nicht. Gebt mir etwas anderes, irgendetwas, das ich auch gebrauchen kann. Nee, ich will den Meisterschädel, aber hallo? Gerne doch, ihr habt es euch verdient, ihr... ja, das könnte klappen. Es gibt einen alten pyräischen Sternkreis in der Nähe der alten Dreiflusswacht. Geht dorthin und balanciert den Schädel beim Mondschein für eine Stunde auf dem Kopf. Das sollte euch helfen. Und nun schreitet wohl. Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Ja, vielen Dank. Wir haben den Meisterschädel und wir sollen das, glaube ich, nachts machen. Die Sache ist, wie viel Uhr haben wir hoch? Oh nee, jetzt habe ich Z gedrückt. Kann ich hier auf das? Nein, kann ich natürlich nicht. Wir können theoretisch skillen. Wir dürften einen Punkt frei. Oh, dann können wir die Sternlingsattacke. Okay, wir gehen gleich nochmal rein. Denn ich will tatsächlich skillen, fällt mir gerade auf. Aber zunächst mal will ich die Uhrzeit abchecken. Kann ich das nicht? Ihr müsst ein Bett aufsuchen. Ja, ich will aber nur die Uhrzeit wissen. 8:39 Uhr abends. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach schon mal in die Richtung. Denn da steht ein Steinkreis, kennen wir auch schon. Das ist dieser eine Steinkreis, wo da so viele Skelette waren. Das letzte Mal. Oh, eine Eisbranke, die ich noch nicht gesehen habe. Und eine Salzwurzel. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. Können wir eh erstmal noch essen. Wir haben ja Zeit. So. Schön. Und dann, ja, wie gesagt, wir machen uns erstmal auf zu diesem Steinkreis. Und unsere neue Gesucht in Flussheim. Ach ja, das haben wir. Okay. Was ist das? Die leere Geheimnisse, verlorene Herzen. Okay, wir haben das gar nicht als Quest. Das ist interessant. Aber wir sollen auf jeden Fall hier hin zum alten verlorenen Kreis. Und der ist genau bei der schimmernden Mine. Das ist ja perfekt. Das ist ja, als wäre es geplant gewesen, so wie wir das hier gerade machen. Vom Ablauf her. So, Heilwurz brauchen wir eigentlich nicht. Banditlage hier haben wir zum Glück schon. Aber wir können ja doch noch ein bisschen schlafen. Wir müssen jetzt... ich schlafe mal 2 Stunden zunächst mal. Dann dürften wir jetzt ungefähr 11 Uhr haben. Denn ich schätze mal, dass wir das Ganze um 12 Uhr nachts auf dem Schädel balancieren sollen. So, ich hoffe, wir müssen uns da nicht wirklich eine Stunde lang hinstellen. Aber nein, keine Sorge, müssen wir natürlich nicht. So, Kürbis möchte ich hier kurz mitnehmen. Danke. So, und die Wolfsmeute hinter uns, glaube ich, Gott, wir wieder loswerden. Zumindest hoffe ich das mal. Und da haben wir auch schon diesen Steinkreis hier auf dem Radar. Ach ja, guck mal, das ist der eine Hof, wo wir auch neulich waren. Wo wir dieses... Ha, guck mal, die liegt sogar immer noch hier rum, die Wildmagierin. Das ist ja witzig, dass sie so lange hier liegt. Noch nicht verwest. Aber gut, so lange ist es eigentlich auch noch gar nicht her. Es dürfte jetzt vielleicht einen halben Tag sein hier in dem... Oder? Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall noch gar nicht so lange. In der Zeit verrottet natürlich niemand. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, was wir genau machen müssen. Ich speichere hier nochmal.
Interagieren, seltsamer Steinhaufen. Den Meisterschädel auf den Kopf balancieren und warten. Okay, wir haben, genau, wir haben zwei Lernpunkte erhalten und irgendeinen Bauplan. Okay. Und eine Errungenschaft. Ja, weiß jetzt nicht. Das andere, wir hätten es auch trinken können, hätte uns definitiv auch was gebracht. Ja. Aber wir wollen ja durchaus die Errungenschaft haben. Gut, die haben wir jetzt theoretisch auch. Aber ich, ja, das lassen wir erstmal so. Wir haben jetzt zwei zusätzliche Lernpunkte. Keine Erinnerungspunkte, leider nur Lernpunkte. Aber ich glaube, wir haben auch andere Dinge irgendwie bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Nun ja, ich möchte noch ganz kurz ein Ambrosia mit Giftschaden trinken. Das ist unser selbstgebrautes. So, der Giftschaden ist relativ egal. Dafür haben wir jetzt weniger Arkanistenfieber. Und dann meditiere ich hier an der Stelle auch mal. Und dann wollen wir Folgendes nehmen. Und zwar die Sternlingsspinne. Stufe 1. Und die schalten wir uns jetzt frei. Und alle, die im letzten Let's Play dabei waren, kennen sie schon. Allen anderen werde ich sie jetzt erstmal demonstrieren. Und die ist einfach nur geil. Man kann es nicht anders sagen. So. Ich kann die erstmal hier draußen eigentlich zeigen. So, zunächst mal. Wir müssen jetzt hier rein. Ach, verdammt. Hätten noch beim Pater vorbeischauen sollen. Na egal. Machen wir, wenn wir zurück sind. Psionik. Wo haben wir es denn? Hier. Nein. Talente dürfte es sein. Sterlingsattrappe. Genau. Packen wir erstmal auf den Favorit. Und dann wählen wir es aus. So. Jetzt können wir, glaube ich, Y drücken. Genau. Die Sterlingsspinne explodiert, wenn die Gegner nah genug sind. Bei Tod oder durch erneutes Drücken von Shout. Genau, also wir können die theoretisch explodieren lassen. Diese Spinne. Die läuft jetzt erstmal hier rum. Die hat eine gewisse Lebensdauer, sag ich mal. Kann dann Gegner angreifen. Und immer wird die auch wieder explodieren. Macht uns zum Glück keinen Schaden, wenn die explodiert. Aber wenn hier Gegner drumherum stehen, dann werden die dadurch anfällig, wenn die explodiert. Aber man sieht, ich kann schon wieder die nächste werfen. Also wenn ich die nicht gezielt explodieren lasse, sondern einfach nur rumlaufen lasse, haben wir hier so gut wie gar keinen Cooldown. Und das ist halt richtig geil. Ich meine, die lebt nicht lang, das kann man sich, glaube ich, skillen, dass die länger lebt. Aber das können wir jetzt gleich mal bei den Trollen ausprobieren. Und wenn die noch so ist wie früher, ich weiß nicht, vielleicht haben sie die auch etwas überarbeitet, weil die war einfach sehr OP. Aber, ja, ich würde mal vermuten, dass die immer noch so OP ist. Wir wollen jetzt hier auch nicht viel auseinandernehmen. Wir waren ja schon hier drin. Wir brauchen natürlich dennoch unseren Bogen. Ist jetzt nicht so, dass jetzt die Spinne komplett für uns kämpft. Die macht nicht viel Schaden. Die macht die eher anfällig eben. Und kann die ablenken. Dafür ist sie super. So, jetzt drücke ich Y. Werf diese Spinne ihm also eigentlich schon in den entgegen. Und jetzt kämpft er eben erstmal auf die Spinne. Denn die lenkt die Aggression der Gegner erstmal auf sie. Jetzt hat er auch noch Anfälligkeit. Ich kann schon die nächste werfen, auf ihn drauf. Dann wird er jetzt leider nicht mehr getriggert. Bisschen schade. Aber er hat jetzt eben Anfälligkeit. Das hören wir auch so ein bisschen, weil wenn wir ihn treffen, dann macht es eben diesen besonderen Klang. Und das sagt uns eben entsprechend, dass er anfällig ist. Und man hat gesehen, mit dieser Sterlingsattrappe ist selbst so ein relativ starker Troll. Das war jetzt so ein Spezialtroll. Muck. Der ist dann eigentlich auch ein Witz. Also ab jetzt habe ich endlich wieder das, wie ich kämpfen möchte und wie ich gut kämpfen kann. Und das bedeutet, dass wir jetzt ja, gut ausgerüstet sind für weitere Erkundungen. Und wir haben jetzt einfach die Sterlingsattrappe schon hier in diesem Startgebiet bekommen. Das hatte ich also das letzte Mal, bis ich die bekommen habe, hat es lang gedauert, weil ich die auch noch gar nicht kannte. Aber jetzt, wo ich die entsprechend schon kenne, ja, haben wir die einfach jetzt schon. Das heißt, wir sind jetzt echt gut ausgestattet und dürften jetzt mit einigem fertig werden. Wir schauen mal ganz kurz. Oh, was höre ich da? Ah ja, nur so ein Fuchs oder so. Wir reisen mal zurück nach Flussheim. Dann können wir nämlich da unseren Kopfgeldauftrag abgeben. Wir können schauen, dass er vielleicht noch beim Pater einen Segen bekommen. Ich weiß aber nicht, ob der zu der Uhrzeit in der Kirche ist. Müssen wir schauen. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein Kopfgeldauftrag. Den machen wir dann aber im nächsten Part.
Und dann können wir uns eigentlich tatsächlich langsam mal Richtung Ark aufmachen. Das wird ja auch so langsam Zeit. So. Wen haben wir hier? Du bist nicht der Pater, den ich suche. Schauen wir mal, ob der sich gerade im Tempel aufhält. Jawohl, natürlich. Gepredigt wird hier bei Tag und Nacht. Schreitet wohl, das finde ich Kind. Gut. Wie kann ich euch helfen? Könnt ihr mich heilen? Hallo? Lasst Achso. mal sehen. Ich habe mich gedrückt. Hm. Ja, das ist kein Gebrechen, was die... Malphas segne diesen ja, Körper. Ja, vielen Dank. So, perfekt. Damit sind wir wieder gesegnet und kommen hier wieder raus. Ohne Krankheiten, für immer geheilt. Okay, was heißt für immer? Bis wieder so hässliche Ratten und Wölfe kommen. So, wir haben 200 Groschen dafür bekommen, 200 Erfahrung und einen weiteren Auftrag. Glaube ich zumindest. Ah, ne, wir haben ihn immer abgegeben. Mhm. Jetzt bekommen wir einen neuen. Okay. Raubmords im Hafen Arx gesucht. Ach, schön, okay. Das heißt, wir nehmen den Auftrag an. Aber der ist jetzt tatsächlich im... Ach, nee, hier. Ist aber nicht der Hafen von Ark. Wir wissen natürlich schon, wo das ist. Das ist genau der, dieses Banditenversteck, wo wir schon mal waren. Und hat auch sogar 2 Sterne tatsächlich. Hat 2 Sterne. Dennoch, glaube ich, machen wir das noch ganz kurz im nächsten Part. Vielleicht, ich glaube, ich würde mal rüberlaufen ohne Aufnahme. Und dann würden wir erst, wenn wir wirklich da sind, würde ich dann mit der Aufnahme beginnen. Wenn irgendwas sonderlich Spannendes passieren sollte, während wir laufen, werde ich natürlich dann die Aufnahme weitermachen. Aber falls nicht, dann sehen wir uns dann quasi direkt bei dieser Piratenhöhle wieder. Damit das nicht allzu lang dauert. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part, vermutlich bei der Piratenhöhle. Bis dahin, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und ciao.